Hey, wie schön, dass du wieder hier bist. Heute zur 5. Folge unserer Morgen-Yoga-Reihe. In dieser Folge üben wir einen anregenden Yoga-Flow. Es wird also wieder etwas dynamischer, indem wir einmal den ganzen Körper durchbewegen, von Kopf bis Fuß, um mit einem Gefühl von Ausgeglichenheit und Zentriertheit in den Tag zu starten. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen. Komm im hinteren Drittel deiner Matte auf den Fersen zum Sitzen. Dann atme hier einmal tief ein zum Ankommen. Zieh die Schultern richtig weit nach oben. Halte den Atem und dann lass mit einem Seufzer die Schultern nach unten fallen. Wir machen das noch zweimal. Tief einatmen, Schultern hochziehen. Halte kurz den Atem. Und dann atme aus, seufzend, lass die Schultern fallen und entspann den Kiefer. Noch einmal tief einatmen. Halten und lösend ausatmen. Dann komm von hier auf alle Viere, spreiz deine Finger hier schön weit auf und streck mal das rechte Bein zurück, schieb die Ferse zurück und dann das linke Bein. Wir üben ein paar Runden Kuhkatze. Wenn du in den letzten Folgen auch dabei warst, dann kennst du das schon. Mit dem Einatmen hebt das Brustbein nach vorn, das Steißbein nach hinten oben. Und mit dem Ausatmen roll dich ein, zieh dein Steißbein Richtung Kniekehlen, den Scheitel Richtung Boden. Mach das ein paar Mal für dich. Atem und Bewegung synchron. Und da wir das ja wie gesagt schon ein paar Mal gemacht haben, versuch hier diese Bewegung so wenig mechanisch wie möglich sein zu lassen. Ja, ganz weich, ganz intuitiv. Größer oder kleiner, schneller oder langsamer. Die Ellbogengelenke durchlässig, der Schultergürtel entspannt. Dann komm in die neutrale Ausrichtung der Wirbelsäule. Atme hier ein und mit dem Ausatmen schau über die rechte Schulter und schieb das Becken nach rechts Richtung Gesicht. Mit dem Einatmen zurück zur Mitte. Bauchnabel ganz minimal ranziehen. Ausatmen, schau über die linke Schulter und schieb das linke Becken, die linke Beckenhälfte nach links. Einatmen zur Mitte, jede Seite noch einmal mit dem Ausatmen nach rechts. Ruhig ein bisschen übertreiben und wieder zur Mitte, noch einmal zur linken Seite und wieder zur Mitte. Dann setz dich einmal zurück, verschränk die Finger ineinander und kreise mit den Händen, ja, wie so eine liegende Acht beschreiben. Und dann schüttel hier einmal die Handgelenke aus. Und begib dich wieder in den Vierfüßlerstand. Diesmal setzt die Hände eine Handbreit weiter nach vorn. Stell die Zehen hinten auf. Schieb den Po zunächst auf die Fersen und dann, als würdest du mit dem Po an der Wand entlang nach oben rutschen, schieb ihn richtig weit nach oben. Den Oberkörper zurück, Kopf zwischen die Hände. Mit dem nächsten Einatmen komm nach vorn in einen hohen Liegestütz. Bauch, Beine, Po fest, Blick nach vorn. Mit dem Ausatmen wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Rücken lang, Beine gern gebeugt. Mit dem Einatmen nochmal nach vorn. Und dann leg mit dem nächsten Ausatmen die Knie ab und langsam Becken und Brust, vielleicht sogar gleichzeitig. Mit dem Einatmen roll die Schultern nach hinten, unten heb Brustbein und Kopf. Mit dem Ausatmen wieder über alle Viere Zehen aufstellen. Po über hinten nach oben. Und wir machen die Abfolge noch zweimal. Einatmen, komm nach vorn. Mach die Schultern weit. Und ausatmen, leg dich über die Knie oder an einem Stück, wenn du mehr möchtest, am Boden ab. Mit dem Einatmen heb dein Brustbein, zieh die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, über alle Viere nach hinten oben. Einatmen, nochmal nach vorn, ausatmen, langsam ablegen, Arme immer dicht am Körper, Ellbogen zeigen nach hinten, einatmen in die kleine Kobra, ausatmen in den herabschauenden Hund, drück dich raus aus deinen Schultern.
Dann komm einatmend wieder nach vorn und ausatmend wieder in den Vierfüßlerstand. Okay, von hier zieh den Bauchnabel direkt nach innen und streck dann dein rechtes Bein lang nach hinten aus. Ja, drück die Ferse richtig raus und heb diagonal den linken Arm nach vorn. Atme hier ein, zieh dich in die Länge. Mit dem Ausatmen zieh den linken Ellbogen, das rechte Knie und die Nasenspitze unter dir zusammen. Rücken gern rund. Einatmen in die Länge. Und ausatmen, alles zusammen. Da ist auch ein bisschen Balance hier gefragt. Einatmen auseinander. Und ausatmen zusammen. Letztes Mal einatmen auseinander. Und dann bring ausatmen nur die Hand zum Boden. Nochmal den Bauch dichter ranziehen, linken Fuß aufstellen. Und dann probier mal von hier in den herabschauenden Hund mit einem Bein ausgestreckt zu kommen. Rechtes Bein nach oben. Öffne die Hüfte zur rechten Seite und lass die Ferse zum Po sinken. Atme ein, streck das Bein schon wieder lang, Hüfte parallel. Ausatmen, setz den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Hilf vielleicht nach mit deiner Hand und dann senk das linke Knie zur Matte. Atme ein, richte den Oberkörper auf, streck die Arme hoch. Atme aus, verzahn die Finger ineinander, leg sie an den Hinterkopf. Mit dem Einatmen hebt das Brustbein mehr an, zieh die Ellbogen zu den Seiten und ausatmend lass das Becken ein Stück nach vorne sinken. Tief einatmen, lehn dich in deine Hände zurück und ausatmen, Schultern weich. Tief ein, lang aus. Mit dem Einatmen streckt die Arme wieder hoch. Ausatmen, Hände zum Boden. Einatmen, streckt das hintere Bein durch. Und ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Gemeinsam einatmen nach vorne in das Brett. Eine Linie voller Energie. Ausatmen, ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Senk deine Knie wieder zur Matte. Für die zweite Seite streck einmal das linke Bein nach hinten raus, drück die Ferse raus, Bauchnabel nach innen ziehen für die Stabilität im unteren Rücken und dann streck den rechten Arm nach vorn. Atme hier ein. Mit dem Ausatmen rechten Ellbogen, linkes Knie, Nasenspitze zusammen. Einatmen, auseinander, zieh dich in die Länge. Ausatmen, klein und rund werden. Einatmen, auseinander. Und aus, nochmal zusammen. Letztes Mal einatmen. Hier und dann ausatmen, nur die rechte Hand zum Boden, rechten Fuß aufstellen. Schieb die Hände in den Boden, den Bauchnabel nach innen und dann schieb dich zurück nach hinten oben. Öffne hier im dreibeinigen Hund einmal deine Hüfte nach links und lass die Ferse zum Po sinken. Halte den Schultergürtel parallel und dann mit dem Einatmen schon wieder auch die Hüfte parallel, linkes Bein ausstrecken. Ausatmen, setz den linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Hinteres Knie zur Matte. Einatmen, Oberkörper aufrichten, Arme strecken. Und ausatmen, Finger verzahnen, an den Hinterkopf legen. Einatmen, Schambein nach oben ziehen, Entschuldigung, Brustbein heben, Blick heben und ausatmen. Nochmal das Becken schön sinken lassen. Einatmen, Kopf fällt in die Hände, Ellbogen weit. Ausatmen, die Schultern entspannen sich. Mit dem nächsten Einatmen streckt die Arme wieder lang nach oben. Atme aus, bring die Hände zum Boden. Einatmen, rechtes Knie strecken, Blick nach vorn. Ausatmen, Schritt zurück, herabschauender Hund. Mit dem Einatmen kommen nach vorn ins Brett. Ausatmen, am Stück oder über die Knie absenken. Mit dem Einatmen in die Kobra, Rückbeuge.
Ausatmen in den herabschauenden Hund. Dann senk hier die Knie zum Boden. Öffne die Knie jetzt ein bisschen weiter als hüftweit. Po ist auf den Fersen und dann wander mit den Händen hier nach vorn und leg dich ab in die Stellung des Kindes. Stirn zur Matte oder auf die Hände. Und finde hier für einen kleinen Moment Ruhe in dieser Haltung. Erlaub dem Atem nun wieder tiefer als gewöhnlich in den unteren Bauch und auch in den unteren Rücken hier ein- und auszuströmen. Entspann die Schultern. Und gib das Gewicht deines Beckens in Richtung Füße ab. Lass auch die kleinen Muskeln um deine Augen herum weich werden. Entspann die Stirn. Entspann die Lippen. Und konzentriere dich für die letzten Momente dieser Yoga-Praxis noch einmal ganz bewusst auf den Atem. Letzter gemeinsamer Atemzug hier tief ein und aus. Und stell deine Hände unter den Schultern auf und roll dich langsam zurück nach oben. Nimm die Schultern nach hinten unten, schließ die Beine. Und dann leg noch einmal die Hände vor dem Herzen aneinander, senk den Kopf. Und öffne wieder die Augen, lass den Blick klar werden. Und wenn du soweit bist, heb den Kopf und lass die Hände sinken. Ich danke dir, dass du heute wieder mit mir geübt hast. Hoffe, es geht dir gut, du fühlst dich ruhig und ausgeglichen und startest nun mit einem guten Gefühl in deinen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat und du einen Daumen nach oben dalässt und natürlich unseren Kanal abonnierst.